Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie räusper ich? Nein, das ist natürlich falsch. Entschuldigung dafür. Wir sind bei Mods und Co. Wir sind in Folge 215. Mal ein kleines Wochenend-Special. Mal wieder ein paar Mods mehr. Es sind, glaube ich, diesmal 13 oder so. Steht im Titel, ne? Also, ich bin hier mittendrin und deswegen sehe ich nichts, ne? So, ja, wir fangen an mit ja, einem Sprayer. So einfach ist das Ganze. Hier steht das gute Stück. Balthasar Zen Industries steht drauf, was oder wie viel davon wie richtig und in Wirklichkeit existent ist. Keine Idee. Aber wir gehen mal dementsprechend drauf. Wir machen mal die Hilfe an und gucken, was er von uns will. Natürlich will eine Spritze immer ausgeklappt werden. Das Konzept sieht sehr einfach aus. Ist ausgeklappt worden. Wir haben am Ende ein paar schöne kleine Fahnen. Wir können eine Abdeckung öffnen. Hier wenigstens. N-Aktöffnung öffnen, schließen. Vielleicht ist das auch nur fürs B- und Entladen, dass man weiß, was man machen soll. Aber sehen tue ich sonst nichts. Ja, okay. Also hier scheinen irgendwo die passenden Belöcherungen drinnen zu sein. Und hier, ah, da unten, sieht man auch die Sachen dran zum Spritzen. Und dann könnte man damit durch die Gegend fahren. Ja, warum nicht, ne? Also, ich gucke mal im Shop. Also, Besonderheit zum 20 Mal also zu sagen, ist die erste Besonderheit. Ich habe hier eine Runde Mods, die sind alle einen ganzen Schwung von Winston 95, 97. Da gehört auch das Gute zu und auch noch einen Schwung anderer Mods. Da werden wir uns dann gleich mal drum kümmern. Mit denen fange ich dann so ziemlich auch an. Wir haben hier als erstes den Sprayer. 1500 kostet er, 1300 Liter hat er, 10 Meter Arbeitsbreite hat er. So simpel ist es, viel dran einzustellen ist es nicht. Ne? Und ja. Ich sage nicht, dass das spektakulär aussieht, aber warum nicht, ne? Also wenn es funktioniert, müsst ihr einfach mal antesten. Ich habe ihn noch nicht so in Aktion gesehen, muss ich zugestehen. So, ich laufe mal hier rüber. Hier kommen wir zum einem Ford, glaube ich. Und zwar einer Woody-Edition, sprich die mit den berühmten Holzvertäfelungen sozusagen. Und selbst mit ne? Schönem Furnier oben auf dem Dach. Nein, natürlich mit einem Surfbrett oben drauf. Wenn ich mich reinsetze, ist alles ganz toll. Auto so, wenn man so guckt, auch alles super. Licht geht an, sieht auch ordentlich aus. Wirkt auch ein bisschen räumlich, das da mit der Urgeschichte und sowas da auf der Seite. Finde ich also schon mal ganz gelungen. Ne? Man kann, wenn man hier X drückt, das zeige ich mal von außen, schön Motorhaube öffnen. Sieht man auch, dass da ein Motor drin ist. Licht, ne, auch von außen hier, Licht geht an, sieht auch schön klassisch aus, das Licht, also nicht so draufgesetzt, sondern als wenn das tatsächlich hinter Glas wäre, sozusagen, ne? Also sieht optisch sehr gut aus. Ich finde nur, die Spielfigur sieht aus wie ein Zwölfjähriger, der ein Auto geklaut hat. Muss, ne, ja, also, ne, gut. Und das ist ein bisschen aus wie Korksitze, aber das ist ja, ne, also wie gesagt, ich finde es sonst schon gut, sieht gut aus, schöne Weißbandreifen, allen drum und dran, schöne Geschichte, ne? Motor, alles super zu sehen, finde ich gut. War, glaube ich, auch hier mit drin. Da haben wir es. Der Ford Woody kostet 95.000. Ihr seht, das gute Stück, könnt ihr auch nicht viel dran ändern und nicht viel dran machen. Der fährt 120, hat 120 Liter Tankinhalt und los geht's. Ne? So einfach ist es halt. Habt ihr ihn? So. Ja, wo renne ich denn noch rum? Ich renne ja aber mal eine Runde. Wir machen mal einen hier, mal einen dazwischen. Wir haben hier einen Caterpillar LKW. Sieht sehr gut aus, ne? Schön hinten normale Aufnahme dran, hat zwei Rundumleuchten dabei, schönes Chrompaket, Chrom so in dem Maß, dass man sagen kann, na, vielleicht ist es doch ein Tick zu viel. Ich hätte die Blende da oben vielleicht nicht gerade noch in Chrom gemacht, aber Geschmacksfrage natürlich, ne? Ich finde die Felgen und sowas sehr gelungen, schön mit dem Caterpillar-Schild überall drinne. Ob der Name so richtig ist, ist eine andere Frage. Ich fange mal zuerst mit dem Shop an, in dem Fall bei dem LKW hier, indem ich auch einfach auf LKW gehe und erst was erklären muss. Richtig. Ich habe hier noch zwei LKWs drin, nämlich zwei Actros, die in einer Mod drin sind und ich habe die Mod nicht verlinkt. Besonderheit daran ist, wenn ich die anklicke, alles schön und gut, kann ich mir sie einstellen, machen, tun, was ich will. Obwohl Platz ist, stellt er sie mir aber nicht auf den Shop, sondern sagt, da ist kein Platz. Wenn jemand von euch die Mod sieht, dort findet, ich fand sie nicht uninteressant, schaut sie euch einfach an. Falls jemand anderes das sieht, soll das der Hinweis sein, warum. Und wenn jemand weiß, warum, schreibt es mir einfach. Ne? Wäre ein Traum, wäre ich durchaus mit freundlich von der Partie, weil würde mich echt interessieren. So, der gute Caterpillar, da haben wir ihn. 550 PS, das ist wohl, weiß ich nicht, ne? Aber 610 Liter Tankinhalt, hört sich schon mal gut an.
660 CT, also CT 660, 175.000 kostet er. Ist normal im Weiß. Ich habe ihn natürlich dann gleich mal im Caterpillar Yellow genommen, also im Caterpillar Gelb genommen. Wir hätten auch irgendeine andere Farbe geben können, aber ich finde, dann wirkt das Schild auch nicht so schön. Designfarbe ist Felgenfarbe, sagen wir es einmal so, wie es ist. Ne? Schön, auch hinten die Claps sind schön, also ein durchaus gelungenes Gerät. Motorausführung kann man hier auch ne? Nochmal richtig einen raushängen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man kann dann mit und ohne Rundumleuchten sehen. Ihr habt es gerade bei mir mitgesehen gehabt. Ne? Und zeige ich euch natürlich auch noch von innen, wenn wir hier das Licht anmachen. Sieht alles töfte aus. Bisschen Holzvertäfelung reingeworfen. Hier steht Cut auf dem Sitz. Ne? Alles soweit okay. Motorsound. Kann man sich auch nicht beschweren, ne? Oder? Eigentlich? Nö. Geht. Alles okay. Ne, ich finde, er sieht sonst soweit gut aus. Namensgebung, keine Ahnung, ob die in echt auch so sind oder ob das irgendwelche Humorversuche sind vom Modder. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ne? Geht. So, wir latschen nochmal hier hin. Hier steht noch was Schönes. Hier seht ihr nämlich nochmal was Feines stehen, nämlich ein Hammer. Das ist ein H1, wenn ich mich nicht täusche. Und er sieht so eigentlich schon mal ganz töfte aus. Sieht selber schön in einem Rot. Und oben mit den Scheinwerfern drauf. Ich hüpfe mal rauf. Zeige als allererstes mal von außen normales Licht. Dann geht da oben drei so kleine Leuchten an. Nachher ein paar Zusatzlichterchen hier noch. Hinten hat er Normallicht. Wenn wir reingucken, auch hier schön. Armaturen, Mittelpart, alles schön beleuchtet. Sitze sehen ordentlich aus. Ja? Kann man sich also wahrlich nicht beschweren. Spiegel funktionieren. Alles da soweit. So. So wieder raus. Ich fahre hier mal ein Stückchen lang und dann komme ich wieder zurück. Da sagt jemand, Hammer hätte einen großen Wendekreis. So. Hat also funktioniert, fährt. Motorgeräusch habt ihr gehört. Jetzt kommt die Besonderheit. Ich kann ihn mit der Taste X aufklappen. Da geht vorne der Bullenfänger runter, die Haube auf. Und ihr seht hier, vielleicht kann man es so besser sehen. Alles sehr detailliert und sehr gut aussehend, selbst im Motorbereich. Ne? Also finde ich schon sehr gelungen, muss ich sagen, so die Variante. Schönes Ding, kann ich anders sagen. Auch hier sind wir dann unter LKW, da stand da dann nämlich, habe ich gerade noch gesehen, da steht jetzt. Ne? Auch das hier vom gleichen Modder, 150.000, 600 PS, 1500 Liter Tank. Ja, ne? Wenn Sie Sitze mit vollschütten vielleicht. Und ja, schönes Ding. Ne? Ich weiß nicht, wie groß der Tank im Original ist, war ein Scherz. Ne? Also wie gesagt, ein schönes Ding, warum nicht, wer möchte. Ne? Sieht optisch auf jeden Fall gut aus. So, da laufen wir hier ein Stückchen weiter. Laufen mal zu dem guten Stück hier. Das ist nämlich ein Massey Ferguson 188. Den gibt es in einem Set. Das ist auch als Set gepostet. Das besteht im Prinzip eigentlich aus diesem Traktor. Aus diesen beiden Gewichten. Ich muss zugestehen, er ist ein bisschen so, ne, die Glanzvariante. Ne? Nicht so, ja, weiß ich nicht. Hätte vielleicht ein bisschen ein anderer Rotton noch sein müssen, wenn mich nicht täuscht. Und er hätte vielleicht auch nicht glänzen müssen, als wenn er ein Klarlack gefallen wäre. So ein bisschen, ne? Auch die Gewichte tun ja erst dazu. Aber wie gesagt, ne? Warum nicht? Ne? Wer es mag, soll es nutzen. Und diese beiden gehören noch dazu. Nämlich den 1700er und den 1700er 4x4. Das sind die beiden Varianten, die noch dazukommen. Beide haben noch schön eigenes Massey Ferguson Frontpart dabei. Und wir haben noch dabei einen schönen Mäher zum einmal drunter bauen. Ne? Ist also dementsprechend soweit alles da. Ne? Wäre das gute Stück, kann ich das hoch und runter lassen? Nee. Aber ich kann es anmachen und dann Meter unten und dann ist gut. Wenn ich es ausmache, dann Meter nicht mehr unten. Also, wie gesagt, Motorsound. Licht ist dran, selbst am Frontlader. Also schon mal gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja. Hüpf hier mal wieder raus. So, dann geht auch wieder aus. Er hier, ne? So. Jetzt zeige ich mal die Rundumleuchte. Auch Reifen, Felgen und sowas finde ich bei dem hier ist auch cool. Ne? Also den finde ich optisch sind die beiden sind halt okay. Er ist ein bisschen der glänzende. Ne?
Ist so wie die allerersten Schlüter für den 17er, falls sich dran erinnert. Die waren irgendwie auch ganz furchtbar glänzend. Das sah am wenigsten so aus. Ne? Dann lieber hier so die etwas mattere Variante. Wobei ich hier die schönen Reifen schön dreckig finde, muss ich zugestehen. Ja, das gute Stück will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Auch hier rundum leuchten. Ne, wir haben hinten einen so kleinen Strahler, der ordentlich Licht macht. Vorne die beiden normalen kleinen Strahler. Wir können vorfahren und ne, können so ein Gewicht mitnehmen. So, da haben wir es hinten rangeschmissen. Warum ich das so ankuppeln kann, hier weiß ich nicht. Ich lasse es mal wieder fallen, weil es irgendwie komisch aussah. Aber der Motorsound, darum geht's. Und er ist auch ziemlich zackig unterwegs, finde ich. Also, wie gesagt, nochmal, schöne Geschichte. Ist es ein Set? Und hier seht ihr den ganzen Spaß auch immer, ne? Das ist der 1700er 4x4. Da ist auch nur Frontlader, ja, nö, ne? Das ist schon der ganze Trick. Frontlader dabei, hier auch, ne? Design mit Gewicht und mit Roll oder einfach nur Plain, heißt mit nichts dran, halt auf gut Deutsch. Und hier auch Frontlader, ja, nein. Ne, da ist auch der Frontlader dazu und wir haben hier auch den für den 1700er den Mäher zum Unterbauen. Ne, seht ihr selber, 12 km/h, der braucht 105 PS, ne, was dann zufällig so viel ist, wie die Traktoren haben. Und dann haben wir hier noch den kleinen, 85 PS, die Spitzenangabe will ich mal ein bisschen ignorieren, 18.800. Da kann man auch leider nichts dran ändern, sonst hätte man sich vielleicht in eine andere Farbe aussuchen können. Ich hätte ihn gerne in der Farbe gehabt, wie hier vorne in der Felge. Das wäre vielleicht ganz pfiffig gewesen. Und das sind die beiden Gewichte, nämlich einmal 490 Kilo für 920 und einmal 700 Kilo für 1190. So. Ja, das war doch auch schon wieder ganz ordentlich. Wir machen flott und einfach weiter. Ich laufe mal hier hin. So, wir haben hier noch einen schönen 150er stehen. Ne, hüpfende Runde rein. Das möchte ich nicht alles vorlesen. Die Besonderheit bei dem ist, dass er eine Viertelstunde braucht, bis er warm ist zum Losfahren. Deswegen bin ich schon mal reingehüpft. Licht, ja, funktioniert, so wie es sein soll. Animation kann man überhaupt nicht meckern, weil man sieht, innen drin dreht sich alles. Der Luftfilter kräuselt sich, hätte ich fast gesagt, dreht sich. Wir haben alles da, alles dran und eher schön auf Ketten. Und wenn er dann erstmal warm gelaufen ist, dann fährt er auch. Und er macht auch, ne? Die berühmten schönen zackigen Sachen, so Motorklang. Also echt ein schönes kleines Ding. Wenn man nämlich reingeht, auch hier, was ich habe das jetzt gesehen, auch da seht ihr die Armaturen leicht beleuchtet und bei der letzten Lichtstufe geht er noch ein extra Lämpchen an. Also auch hier die Kurbel und sowas. Also der sieht innen eigentlich auch ganz schön ordentlich aus. Von der Tür her gefällt er mir besonders mit der Kurbelgeschichte da und so. Also kann man sich überhaupt nicht beschweren. Schönes Ding, muss ich sagen. Ne? Motorgeräusche, von außen ein bisschen rostelig. Ne? Alles da, alles dran, alles funktioniert. Was will man mehr? Und da läuft das Ding oben langsam aus. Also sehr schön gemacht. Auch den gibt es natürlich im Shop. Den finden wir, glaube ich, unter mittelgroße Traktoren. Ich guck mal, ja, da haben wir es. 75.000. Den gibt es in 160 PS und mit einer Motorausführung in 175 PS. Das sind die beiden Varianten. Und wir haben einfach die Konfiguration mit dem guten Stück da oben drauf oder nicht. Was da alles denn Schönes drin ist oder was das da kann, weiß ich nicht, weil ich bin der Sprache nicht mächtig. Falls jemand da Ahnung von hat, weil ich habe da echt nicht so viel Ahnung von, schreibt es einfach in den Kommentarbereich rein. Würde mich sehr freuen, wenn ich wüsste, was das da heißt. So, ja. Damit den, dann laden wir noch eine Runde weiter. Und kommt zu diesem guten Stück. Ein Dici, ich hoffe, ich habe das, ne? Agristar 3750 hat mir irgendwie an den Deutz erinnert, wenn ich ehrlich bin, aber das ist eine andere Geschichte. Die sehen alle eh ziemlich ähnlich aus, ne? Er sieht so von der Lackierung, von Schild her alles super toll aus. Wenn wir hier reinhüpfen, auch hier, ne? Licht geht an in allen Varianten. Wir haben auch oben rundum Leuchte drin, wenn wir reinhüpfen. Ne? Hier auch schön. Ne, Licht geht an in den Anzeigen vorne, kann man sich auch nicht beschweren. Ja, ne, was das hier ist und dass man da so kippen und rein und raus und zick und zack, das brauche ich glaube ich nicht erklären. Das sind halt die normalen Sachen auch. Ich drehe mal eine Runde, ich weiß nicht, ob das Motorgeräusch anders ist. Ich bin mal kurz ruhig.
würde ich jetzt nichts behaupten. Also, ne, wie gesagt, funktioniert schön, wer es mag, wer die Marke kennt und sich freut, dass er was davon benutzen kann, ran an den Speck, sage ich da nur. So, okay, wir haben noch ein paar Mods. Ich habe eine extra übergelassen, die werde ich nachher am Schluss machen. Und hier haben wir noch eine besondere. Hier haben wir nämlich ein Verladetool. Steht Lizard drauf, sieht komisch aus, wenn man dich dran geht, sieht man schon, ich kann Spanngurte setzen. Komisch, ne? Kann man einfach an einen Frontlader dranhängen. Fragt euch, was soll der Blödsinn denn? Ja, das ist mal was, ne, für Leute, die etwas einfacher das Ganze haben wollen oder auch mal so aus Gefahrenbereichen Sachen rausholen wollen, wie ich zum Beispiel jetzt hier. Weil hier steht zufällig eine Palette mit Pappelgeschichten. Da mache ich jetzt die Spanngurte dran und, oh, schaut mal. Nein, die Spanngurte haben sich hier irgendwie dran festgeknöselt und ich kann damit durch die Gegend fahren oder bewegt sich nicht mal. Also, das ist halt einfach ein Verladetool für Leute, die es nutzen möchten. Haben wir so, wie es ist. Ne? Kann man auch Paletten dann so mit, muss man nicht so genau mitarbeiten, kann man alles mit tun und machen. Ne? Warum nicht? Hier ist immer Spanngurte an, ab. Ne? Wenn ich hoch mache, mach die ab, fällt das Ding runter. Wenn ich es dann wieder dran mache, sind die Spanngurte länger. Also ich kann das auch in verschiedensten... Okay, ich habe es natürlich jetzt nicht geguckt. Jetzt will er nicht mehr. Nicht mehr. Jetzt will er. Also man kann auch Sachen, die irgendwo mal runter, rein oder hintergefallen sind, vielleicht damit wieder retten. So sieht's aus. Da seht ihr das gute Stück hängen. Warum nicht? Wir gehen eine Runde im Shop, hüpfen zum Frontlader, gehen ganz ans Ende. Da seht ihr halt die freundlichen Ersteller, Verladehilfe. Simpel, einfach, nicht viel dran zu drehen, kostet 2600 und mitnehmen, wer möchte. So, okay, ich habe hier noch einen vergessen. Wir haben hier noch einen Meyer Recordia stehen, nämlich ein Güllefass. Da seht ihr das gute Stück. Ne, System Meyer Lohne steht noch drauf. Sieht optisch sonst, ne, alles so, wie es aussehen soll. Alles ganz ordentlich, kann man nicht motzen. Wenn ich hier eine Runde reinhüpfe, Hilfe anmache, dann sieht man halt, Man kann halt das Ganze anmachen, damit arbeiten und man muss es erst auffüllen. Ne? So ist es dann halt. Aber es ist ein ordentliches, vernünftiges Güllefass. Kann sich eindeutig nicht beschweren. Sieht gut aus, sieht von den Texturen gut aus. Vielleicht liegt so ein bisschen an Lack, die eine Geschichte. Recordia-Schild vernünftig drauf, Reifen vernünftig. Ein Güllefass. So, Güllefass. Da haben wir es. 65.000. Da oben sind die Jungs, die es gemacht haben. Ne? 65.000. 14,80 Meter. Das Ganze 18.500 Liter bei 180 PS. Wenn man das Ganze jetzt vergleicht. 20.000 Liter. Ne? 200 PS. Boah. Ne? Kostet 93.000. Das sind 18.500. Ne? Finde ich mehr als angemessen. Preis, vernünftig, ordentlich und eine Taste zu viel gedrückt, ich weiß. Kann was mit anfangen. Wir sind immer noch nicht am Ende. Ja, es ist das kleine Wochenend-Special. Hier sind ein paar mehr Mods drin. Ne? Ich hüpfe nämlich nochmal. Aber muss nicht hier hin und da auch nicht hin, sondern hier hin. Ja, jetzt gehen wir auch mal hier hin. So. Ja, ich habe hier nämlich noch was stehen, nämlich dieses komische Ding. Prodigy. Ne? White Vehicle steht noch dran. Dann steht da Powerful Lucy Edition. Aha. Dann sagt man, hä, was ist das für ein Tank? Wer ist das für Streudünger oder ein Zusatztank? Und dann geht man drauf und stellt fest, hä? Saat wählen? Und da kommt der ganze Spaß an der Geschichte. Dann guckt man sich das gute Stück ein bisschen an, macht die Hilfe aus und sagt, auseinanderklappen. Und dann geht es auf einmal los. Es wird nach vorne gefahren, es wird auseinandergeklappt, es wird rumgeklappt. Es wird zurückgefahren, es wird umgeklappt, hochgefahren, die Zuschläuche-Geschichte werden gelegt und schon hat man eine Seemaschine. So sieht das aus. Vehicle makes wide turns. Ja, also, und dann hättet ihr schon eine Seemaschine. Das ist der ganze Trick. Behält da alles dran, also finde ich sehr gelungen, mal eine witzige Sache sowas. Finden wir, glaube ich, auch unter dem Kollegen hier. Das ist, glaube ich, die letzte Mod, die von ihm noch mit dabei ist. Wir sehen hier 8000 Liter Inhalt, kann düngen und kann sehen. 6 Meter Arbeitsbreite sollen wir insgesamt haben damit.
Und sind die normalen Standardfrüchte, die drin sind. Und hier seht ihr selber, hier seht ihr auch, ne, hier ist die Einheit direkt drunter. Und wir machen das Ganze einfach nur derbe breiter. 180 PS, was natürlich dann auch, okay, das muss ich sagen. Ne? Ich werde das Ganze jetzt nochmal zusammenfalten, da geht ihr selber. Das fährt zurück und fährt richtig reingefahren. Das fährt schön nach vorne. Das klappt um, das hoch. Man sieht, dass die Platte mit runterklappt. Dann klappt das Ganze zu und bewegt sie noch ein bisschen rein. Also ich finde es witzig. Ob ich ihn benutzen würde, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein schönes Gerät. Wer Spaß dran hat, okay. Ich muss zugestehen, ich stehe auf den Farbstil. Nicht ganz so dieses Matte, aber bei dem Rot hier, warum nicht, ne? Also wer möchte, ran. So, und wir haben hier noch ein Schirm. Wir haben noch zwei Mods übrigens, falls ihr euch fragt. Das gute Stück haben wir nämlich noch einmal hier. Amco-Pop, da steht es nicht nochmal dran. Oder Amco-Quop-Pop, ich verunstalte den Namen nur. Amco-Door steht hier, SMD 62. Es ist ein Radlager, da werde ich auch nicht viel Sperenzchen drum machen. Ne? Hier vorne kann ich mal eine Runde mit winken. Ich kann mir das Ganze von innen angucken. Sehe, dass wenn ich drauf drücke aufs Licht, passiert innen drin wenig. Außen hat man ein bisschen Licht, aber leider, das ist eine ähnliche Version, also eine Nachfolgerversion von der, die ich schon gezeigt habe. Und wir haben hier hinten auch Licht und Zusatz, bloß die vorne sind noch nicht so wirklich dem da oben zugeordnet. Also es ist auf jeden Fall schon besser geworden, sagen wir es mal so. Aber könnt ihr immer noch ein bisschen dran arbeiten. Ne? Also wie gesagt, macht, ich lasse mal fahren hier eine Runde. Ich finde es halt sonst ein schönes Gerät, ne? Deswegen mit dabei und man sieht, Fortschritt ist da, man sieht, ne? Da wo die Sachen neu sind, glänzt es, da wo die Sachen nicht neu rangebaut worden sind, da sieht es halt alt aus. Das war alles okay. So, damit haben wir die beiden Sachen hier und ich hüpfe nochmal. Gucken wir mal ganz hingehen, weil wir haben noch ein Placeable. Und da steht da unser guter Master Ferguson, nämlich auf dem Parkplatz. Man sieht hier schön vier Parkplätze. Die 13 bis 16 und wir sind in einem Multilager. So sieht das Ganze aus. Bin schon mal eine Runde gefahren, wie man sieht. Da ist die Ausgabe aus dem Multilager. Da oben seht ihr die Schilder, freundlichen Leute, die es gemacht haben mit ein paar bisschen Kühe, Schafe, Pferde und ein Schweinchen drauf, was da sich da suhlt. Und damit es auch Multi wirkt, schön, nicht nur über die Blumenkästen, sondern hier natürlich auch noch Lagermöglichkeiten in irgendwelchen Kisten oder Containern. Und hier ist die Einlagermöglichkeit. Schön mit einer alten Lampe da dran. Das sieht wenigstens alt aus. Das Licht wirkt schön. Ne? Mal einen schönen Streukasten da dran stehen. Ist soweit alles da. Und ja, ist ein Multilager. So simpel ist es. Und ich werde das Ganze jetzt hier mal unter Silos euch zeigen. Da seht ihr es, Big Multibahn, also eine Multischeune dann mehr, wenn man so möchte. 15 Millionen Liter Inhalt. Ihr seht, es geht alles rein, was ich hier habe, aber wenn ich die Beschreibung noch richtig im Kopf habe, sind insgesamt über 50 Sachen oder knapp 50 Sachen eingetragen in dem ganzen Bereich. Also man kann hier also richtig satt und schmutzig, ich fahre einfach nur mal zur Seite, damit wir die Optik nochmal genießen können. So. Ne, man kann also hier satt und schmutzig einlagern. Was nicht reingeht, was hier nicht reingeht, geht nirgends rein, so nach dem Motto. Ne? Ja, was soll ich sagen? Wir sind am Ende. Wunderbar. Wochenend-Special zu Ende. Bisschen länger, bisschen was zu gucken. Könnt ihr euch ein bisschen einteilen. Ein paar mehr Mods wie sonst. Aber wie gesagt, wenn man einen ganzen Schwung, manchmal nimmt es halt Überhang und sonst stocken sich zu viele auf. Dann muss man halt mal sozusagen eine Art Doppelfolge machen oder sowas. Ne? Ja, denn bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen dann.